Alex, heute vor dem Spiel hatte ich den Eindruck, dass um das Spielfeld viele in Heimsiegesstimmung waren. Ja, war das vielleicht mit ausschlaggebend, dass man heute vielleicht zu sehr den Sieg erwartet hat, dass es heute nicht geklappt hat? Nein, das glaube ich nicht. Also wir als Mannschaft möchten natürlich irgendwann zu Hause den ersten Dreier einfahren. Und ob jetzt da der Druck von außen kommt oder nicht, das ist uns relativ egal. Das tangiert uns weniger. Wir wollen einfach guten Fußball spielen und die 3 Punkte bei uns im Stadion behalten. Das hat leider heute nicht geklappt. Ja, wie habt ihr heute gespielt? Wie bewertest du die Leistung? Kann man heute, ja, war das eine verdiente Niederlage? Ich denke aufgrund der zweiten Halbzeit, weil wir einfach 10, 15 Minuten hatten, wo wir einfach dem Gegner zu viel Räume gelassen haben, was dann im Endeffekt dann doch verdient, vielleicht nicht in der Höhe, vielleicht um ein Tor zu hoch, aber es war einfach so, dass wir, was wir in der ersten Halbzeit noch ganz gut gemacht hatten, nämlich die Räume eng zu machen im Mittelfeld und eben denen so die Spielfreude zu nehmen, da hat man dann in der zweiten Halbzeit einfach 10 Minuten, wo der Gegner dann mit 2 Pässen im Prinzip von hinten vom eigenen 16er bis vor zu unserem 16er kommt, und das müssen wir einfach abstellen, weil das bricht uns halt heute häufiger das Genick. Ihr wart jetzt ein bisschen wieder im Aufwind. Wie sehr wirft euch jetzt diese Niederlage zurück? Wirft uns nicht zurück. Ich meine, wir haben die ersten 4 Spiele in der Saison alle verloren, sind trotzdem auch wieder zurückgekommen, haben dann eine Serie gestartet, und das wirft uns jetzt nicht um. Wir hätten gern gewonnen, gerade zu Hause, aber am Samstag haben wir die nächste Möglichkeit gegen Backnang, glaube ich. Und da wollen wir dann auf jeden Fall die 3 Punkte bei uns im Stadion behalten. Ein schönes Tor hast du aber geschossen. Was für die Galerie. Wie sehr kannst du dich über dieses Tor freuen? Und kannst du sagen, ja, wie du es gemacht hast? Gut, im Endeffekt wäre es mir lieber gewesen, wäre es 1-0 gewesen für uns und danach wäre rum gewesen. Es war einfach eine Flanke von außen. Der Ball kam auf den langen Pfosten, der Jonas Daumen köpft ihn quer und der Torhüter kommt gerade noch so mit den Fingerspitzen dran, lässt ihn aber nach hinten und ich mache dann eine Art Fallrückzieher. Muss man noch genau anschauen, dass wirklich ein Fallrückzieher war. Im Endeffekt, Tor ist nicht mehr gut für das Selbstvertrauen für den Stürmer, aber im Endeffekt haben wir verloren und wir haben keine Punkte und das ist das, was im Endeffekt dann auch zählt. Im Vergleich zur letzten Saison spielst du jetzt regelmäßiger, geht's dir, also bist du gesundheitlich stabiler? Gut, ich habe ja in der Rückrunde letzte Saison auch schon gespielt, die gesamte Rückrunde im Prinzip, und war da auch körperlich stabil. Und ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Nach der Verletzung, die ich eben 2015 hatte, hatte ich einfach eine Zeit gebraucht, um wieder dahin zu kommen. Und klar, ich bin in einem Alter mit 31, wo der Körper manchmal sagt, stopp. Und dann muss man einfach auf den Körper hören und manchmal sich auch ein bisschen rausnehmen. Aber momentan fühle ich mich gut und so kann es erstmal weitergehen. Bist ja auch eine Stütze in der Mannschaft, du schießt regelmäßig Toren. Also zufrieden mit der sportlichen Leistung derzeit, deiner persönlichen? Zufrieden. Natürlich will man als Stürmer immer für die Mannschaft das Beste bringen, entweder Tore vorlegen oder auch Tore machen. Dafür ist man auch Stürmer und dafür wird man auch verpflichtet. Im Endeffekt sage ich jetzt nicht, ich hätte eigentlich 2, 3 Tore mehr haben müssen, weil das bringt nichts. Ich habe es ja nicht und das zählt auch nicht. Im Endeffekt ist es dann egal, ob da ein Zimmermannstor macht oder ein Daumen. Wir müssen einfach die Spiele gewinnen. Das zählt. Nächster Gegner, Backnang. Was kannst du uns über dieses Spiel und über diesen Gegner sagen? Gut, Backnang Aufsteiger haben am Anfang so die Euphorie gehabt, die Aufstiegseuphorie. Sind zu Hause, glaube ich, ganz gut. Und ist eine Mannschaft, die, denke ich, auf unserer Augenhöhe, auf unserem Niveau ist und die es einfach zu schlagen gilt. Und ich habe die Mannschaft noch nie live gesehen. Nur immer in der Torzusammenfassung, haben 2, 3 schnelle Spieler drin. Auch einen, den ich noch von meiner Ahlenzeit kenne. Aber im Endeffekt ist das eine Mannschaft, gegen die ich einfach sage, und ich denke, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, da müssen wir 3 Punkte holen. Alex, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.